auch? Und dieses Zimmer ist verschwunden? Weshalb weint ihr denn? Als ein junger Held ist weg! Ihr habt uns so aufgerettet! Aber das war auch kein großes Problem. Wovor müsst ihr gerettet werden? Seid ihr in Schwierigkeiten? Wir sind in einem führerlosen Zug, verstehst du das? Dieser Zug sieht aber nicht so aus, als würde er irgendwo hinfahren. Das wird er aber, sobald der junge Held hier ist. Und warum steigt ihr nicht einfach aus? Wie sollte uns denn dann der junge Held retten? Denke bitte über deine Lösungsvorschläge nach, bevor du sie uns unterbreitest. Wir sind hier in einer ernsten Lage. Wenn ihr Hilfe braucht, kann ich euch helfen. Nun, dann will ich mal sehen, ob ich euren jungen Helden finden kann. Bitte beeil dich! Hallo, habt ihr hier irgendein Problem? Ja, dieser Zug wird bald entgleisen und unser junger Held ist nicht in Sicht. Ich mache mir Vorwürfe. Wenn dieser Zug bald entgleist, dann sollte doch einfach jeder aussteigen, oder? Nein, er wird nicht entgleisen, bis unser junger Held eintrifft. Wenn der Zug aber nicht entgleist, bis euer Held kommt und euer Held nicht da ist, wo ist dann das Problem? Wenn der junge Held nie kommt, sind wir völlig nutzlos. Warum existieren wir? Existieren wir überhaupt? Verstehst du? Unsere Unsicherheit besteht von einem philosophischen Standpunkt aus. Warum machst du die Vorwürfe? Nach einem waghalsigen Trick bei einer Rettung habe ich den jungen Helden lebenslang verbannt. Aber jetzt ist mir klar, dass er uns nur eine wertvolle Lektion in Sachen Sicherheit erteilen wollte. Kann ich helfen? Tut mir leid, aber nur der junge Held kann uns retten. Kann ich den Zug fahren? Habe ich dir nicht gerade gesagt, dass er außer Kontrolle ist? Von daher, nein, wir können nichts ohne unseren jungen Helden unternehmen. Wer ist denn der junge Held? Aus Stecken, bezwingen, erdrücken. Ganz ohne Regel bremst der Ziege. Ist er zurück, gibt es kein Zugunglück. Einen Moment. Er heißt Shay. Und wo er im Moment steckt, wissen wir nicht. Meint ihr wirklich, dass ich euch nicht helfen kann? Woher wollt ihr wissen, dass ich nicht der junge Held bin? Der junge Held zeigt niemals Furcht. Außerdem trägt er taubenblaue Freizeitkleidung. Na gut, dann passt auf euch auf. Finde den jungen Helden, denn nur er kann uns retten. Ja, ja. Ja. Ich lege das besser zurück, um meine Spuren zu verwischen. Mehr Frühstückslocken, bitte. Weg ist sie. Hallo. Hey.
Drücke die Daumen. Oh, da ist er ja. Hey, du lässt das Ding offen, verstanden? Hab dich. Autsch. Hey. So ein Aufwand und nun habe ich einen verdreckten Boden. Egal, wenigstens hat sie den Müllschlucker offen gelassen. Diese Frühstücksflocken riechen zwar nährstoffreich, aber wirklich nicht sehr appetitlich. Tja, ich hatte mich riesig auf diese Eiscreme gefreut. Aber wie es aussieht, werde ich wohl nichts davon abbekommen. Bombe los! Heiliger Strohsack, ich habe gerade eine Bombe abgeworfen. Ich sollte uns schnellstens hier wegbringen, bevor die Eiscreme schmilzt. Seht mal, wer da ist. Es ist unser junger Held. Er ist zurückgekehrt. Ich wollte sagen, gut, was macht denn der junge Held normalerweise in so einer Situation? Das wissen wir nicht! Niemand kann die Handlung des jungen Helden voraussagen! Na prima! Hat hier jemand führerloser Zug gesagt? Wir werden alle sterben! Ich hab so Angst! Will uns nicht jemand helfen? Er hat es geschafft! Der junge Held hat uns wieder gerettet! Wir sollten das feiern! Wie den Looping. Juhu! Und jetzt alle hoch! Juhu! Ich hab mich so lange darauf gesehen! Oh-oh. Ich verfolge dich! Schön, das reicht. Nach der Nummer werden wir definitiv abgeschaltet. Tut mir leid. Was sollen wir jetzt nur tun? Ihr könnt wenigstens an einer anderen Mission arbeiten. Ich bin der Zugführer. Ich kenne mich nur mit Zügen aus. Da steht, lebenslang gesperrt. Ich verstehe nicht, was hier das Problem ist. Ich habe die meisten von ihnen gerettet. Merkwürdig. Ich habe das Gefühl, dass dieses Garn irgendwie am Leben ist. Nein! Hey, brauchst du etwas Garn? Garn? Hat hier jemand gefragt, ob ich Garn brauche? Nun ja, das brauche ich, danke. Ich
Was ist denn das für ein verknalltes Durcheinander? Sieht aus, als wäre es einer riesigen Katze zum Opfer gefallen. Der Raubweber bevorzugt festgewickelte Garnstuhlen, serviert auf einer frischen Spindel, um seine eigene zu ersetzen. Der Service auf diesem Schiff hat wirklich nachgelassen. Tut mir leid. Hey, könntest du dieses Garngewirr aufspulen? Dafür wurde ich geboren. Guten Appetit! Schon viel besser. Alpha Diaboli. Gabi? Mein Name ist Lorraine. Lorraine? Ich möchte, dass du etwas sehr Wichtiges für mich tust. Schon mein ganzes Leben warte ich auf diesen magischen Satz. Raumweber. Hallo und vielen Dank, dass... Was? Ah, das ist das richtige Zeug. Können wir jetzt irgendwo hingehen? Absolut. Man reiche mir die Sternenkarte. Schnell, meine Nadel juckt. Es ist das letzte Mädchen, die unser Schiff zu Fall gebracht hat. Was ist mit ihr? Sie bedeutet ihm etwas, aus welchem Grund auch immer. Er war bereit, alles für sie zu riskieren. Zweimal. Glaubst du, er hat ein Exemplar gefunden, das die Linie reinhalten könnte? Ja, ich glaube, wir brauchen die anderen Exemplare nicht mehr. Verwerte sie trotzdem, nur um sicher zu sein. Und verbrenne das Abfallmaterial. Nachdem du das Schiff repariert hast, Marekali, ich würde es bevorzugen, wenn der Rat nicht erfährt, dass du fast einen Kollektor in den Ödland verloren hättest. Ja, Sir. Und was die Mutter... Du kennst die Regel, Marekali. Sie ist mit einer unreinen Primitiven in Kontakt gekommen. Wer weiß, was für Krankheiten sie hat. Ja, Thrushmeister. Ich leite die Reparaturarbeiten ein und bereite die Verbrennungsanlage vor. Beeil dich, Marekai. Mein Blut zittert. Nein, ich gebe... Irgendwelche Vorschläge? Nein, tut mir leid. Deinem Sohn geht es übrigens gut. Er ist aus dem Schiff gesprungen, als ich reinkam. Wahrscheinlich liegt er am Strand und sonnt sich. Gut, das ist ja schon mal was. Und was ist mit meinem Mann? Ich habe sonst niemanden gesehen, aber vielleicht sind sie zusammen. Das hoffe ich. Wenn ich doch bloß zurückfliegen und sie holen könnte. Dann lass uns doch dafür sorgen, dass wir das in unseren Fluchtplan einbauen. Du bist dem Wolf schon mal begegnet? Marekai? Ja, er ist unser Sicherheitsoffizier für den ältesten Rat von Loruna. Und ein hochrangiges Mitglied von Drossel. Was ist das, Drossel? Die herrschende politische Partei von Loruna. Sie glauben aber, dass sie noch viel mehr als das sind. Sie halten sich für eine besondere und privilegierte Klasse, die verpflichtet ist, den Rest von uns anzuführen. Was hat es mit der Operation Löwenzahn auf sich? Ich dachte, dass ich dabei mit meiner Familie zusammen in der Galaxie nach einer neuen Heimat suchen würde. Offensichtlich war das aber nur der erste Teil. Der zweite Teil scheint mir etwas unheilvoller gewesen zu sein. Pass auf, wir müssen zusammenhalten. Wir sollten mit der Vergangenheit abschließen, um dieser schrecklichen Angelegenheit ein Ende zu bereiten. Du willst dich mit dem Captain des Schiffs zusammentun, das deine Heimat terrorisiert hat? Klar, wenn du dich mit einem Mädchen zusammentun willst, das du eben erst kennengelernt hast. Hast du mich nicht schon mal angelogen?
Ja, habe ich. Das war ein Notfall. Abgemacht. Jetzt hält uns niemand mehr auf. Darf ich dich fragen, warum du dich auf diese verrückte Mission begeben hast? Es war keine leichte Entscheidung. Loruna lag angeblich im Sterben und es wurden Freiwillige gesucht. Tausende meldeten sich, aber wir wurden ausgewählt. Wir! Außerdem haben sie all den Unfug erzählt, von wegen es wäre ein ehrenhaftes Opfer und so. Ja, solche Worte können ziemlich überzeugend klingen. Willst du hören, wie es läuft? In Ordnung. Ich habe eine Bombe gebaut. Und? Ich habe eine Möglichkeit gefunden, sie von Bord zu werfen. Aber ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man dieses Schiff hier wegfliegt. Jetzt sind wir nah dran. Solange du einen Plan hast. Hallo, Mel. Zurück in die Müllkammer? Du hast doch mindestens eine Stunde nicht gegessen, nicht wahr? Gib mir unbedingt eine gute Bewertung, in Ordnung? Diese Tür ist abgeschlossen. Was sie da drin wohl verstecken? Hey, dieses Fenster ist jetzt offen. Ich frage mich... Ah! Hey, es ist die Nichtmaid. Vella, ich heiße Vella. Oh ja, sie ist aus meiner Stadt. Die, die mich mit Wasser bespritzt hat? Was macht sie da? Viel wichtiger ist, kann sie uns etwas zu essen besorgen? Ich hol euch da raus. Wie? Dieses Monster ist aus Metall. Das versuche ich herauszufinden. Sind die anderen Maiden da drin? Oh ja, Drusilla und deine anderen Freunde aus Zuckerdosendorf sind auch hier. Hey. Und ein paar Mädchen aus Wolkenheim mit tollen Federn. Es ist schön. Was ist mit euch passiert, nachdem sie euch mitgenommen haben? Dieser widerliche Tentakel hat uns in eine Art Röhre gesteckt. Und hat uns einfach hier zurückgelassen. Vella, dieses Monster ist eine Art Roboter. Es ist ein Raumschiff. Zumindest behauptet es das. Was? Lange Geschichte. Ich erklär's dir später. Mok Chodra, das Maidenmal, das war alles nur ein riesiger Schwindel. Oh, du musst wohl eine der Maiden aus Offensichtlichstadt sein. Warum hast du uns nicht gewarnt? Das hat sie, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Wir haben nur nicht zugehört. Hey, ich habe ein paar Frühstücksflocken. Ja. Stell sie vor die Tür, ich versuche sie mit dem Haken zu erwischen. Bitte beeil dich. Hier sind ein paar Frühstücksflocken. Ach, danke, Vella. Lass es mich versuchen. Das ist mein Haken. Ich behalte ihn. Hey, was zum Teufel? Du meine Güte, sieh nur, wie groß diese Ratte ist. Was? Wo? Ich kann nichts sehen. Sie ist panisch weggerannt, als du sie mit dem Haken fangen wolltest. Aber sie war so groß wie eine Katze. Ich hab dir gesagt, dass da Ratten rumrennen. Was sollen wir denn jetzt bloß essen? Hier, ich hab noch mehr Frühstücksflocken gefunden. Ach, danke, Vella. Oh, wenn man die Augen schließt, schmeckt es fast wie Ratte. Schon schwer genug, sich vorzustellen, dass das Frühstücksflocken sind. Vielleicht kann ich die Tür aussperren, indem... Oh, ich mach mich besser aus dem Staub. Was ist hier los? Diese Tür wurde offenbar beim Absturz beschädigt. Hier liegen ein paar Kabel frei. Wahrscheinlich hat das den Alarm ausgelöst. Das sollte besser repariert werden. Das war knapp.
riecht immer noch ein bisschen nach Fisch. Und rieche ich da etwa einen Hauch von Bestienköder?